Was ist vielleicht mal, vielleicht würde das jetzt vielleicht den unseren Zuschauern auch vielleicht mal interessieren, was ist so Ihre persönliche Meinung vielleicht über Mohammed? Ich In diesem sage dir, Rahmen. Ich stelle diese Frage Ihnen ungern, aber nur wenn. du brauchst nicht ungern zu fragen. Nur mal so. Mohammed ist eine angesehene Person von mehr als Milliarden Menschen, die viele bereit für ihn das Leben zu geben. Okay, Nummer eins, Hut ab für den Mann. Als ich habe gelesen, ich habe eine Buch hier, das heißt Ozar Israel, das jüdische Lexikon vor 100 Jahren. Ja? Also ist eine von den ausgenutzten. Ja, Sie haben mich gefragt, was denke ich über Muhammad. Gestern Abend konnte ich nicht schlafen gehen, weil ich schäme mich, dass ich über ihn so wenig weiß. Habe ich genommen Ozar Israel, das ist eine jüdische Enzyklopädie. Ozar Israel, die sehr, sehr alt, vor ungefähr 110 Jahren geschrieben. Und da habe ich gelesen über Muhammad. Und ich kann dir nur sagen, die Punkte, die haben mich fasziniert. Zuerst, sein Vater heißt Abdallah. Was ist Abdallah? Der Diener, der Sklave Gottes, so wie Ovadia. Also es gibt der kürzeste Prophet, der kleinste Prophet in der Bibel heißt Ovadia. Okay? Und sein Vater von Muhammad ist Abdallah. Er ist der Gründer der Religion von den Ismailim. Er ist geboren in Mekka, im 2. April 570. Das habe ich gelesen. Aber was hat mir fasziniert, dass er hatte keine leichte Kindheit. Eltern verloren, Opa verloren, eine ältere Frau geheiratet, zwei Kinder verloren. Und ich frage mich, wie kann ein Mensch so ein Leben überwinden ohne Glaube an Gott? Also das ist bei mir die erste, wie man sagt, Hut ab für seine Glaube. Der hat was erlebt. Mit Kindheit Papa und Mama verlieren, schon Banane. Kinder mit Eltern beschuldigen die Eltern, wie schlimm sind die. Okay, Opa, der hat ihn geliebt, gestorben. Eigene Kinder gestorben. Und der Onkel hat ihm beigebracht Religion. So steht bei mir, ich kenne mich nicht. Also der Onkel hat ihm gegeben Abu Talib. Und weil er war, er musste auch ein Schafhirte sein, am Anfang Muhammad, so steht geschrieben. Und das, alle großen Menschen in die Tora haben ungefähr so begonnen. Das stimmt, das sagt unser Prophet auch. Ja? Die haben so ungefähr alle begonnen, ob es jetzt Josef, Schafhirte und Moshe Rabbeinu, der erwähnt in seinem Buch mehr als 100 Mal. Und das finde ich als erste Stelle ein besonderer Mensch. Und ich bin sicher, der hat sehr viel gewusst von überall. Und er war ein sehr spritziger, dominanter, emotionaler Mensch, der bestimmt Überangebungen bekommt. Ein Navi, ein Prophet, um ein Nevoah zu bekommen, sehr, sehr schwierig, weil das ist, die ganze Körper schockelt sich. Und ich glaube, der hat bekommen viel. Und Malach Gabriel, Engel Gabriel, ist zu ihm gekommen und er hat ihm unterrichtet. Und ich kenne dir zwei, also mehr weiß ich nicht über ihn, gar nichts. Ich weiß nur, dass er hat viel, viel gelitten und er hat viel gelernt. Und er hat geschrieben, meine Religion, die heißt Islam. Und er hat geschrieben ein heiliges Buch, die heißt Koran. Ich habe noch nie gelesen Koran. Ich habe noch nie über Muhammad gelesen. Nur hier in diese Lexikon. Und in alles, was ich lese und ich habe mich notiert, der hat sehr starke und große und tiefe Einfluss von Judentum bekommen. Er ist geprägt von diesem Glaube. Von Avrom, von Yitzchok, von Ishmael. Über Moshe Rabbeinu schreibt er in seinem Koran 123 Mal über sich, viermal Muhammad in die. Das heißt, er ist nicht im Mittelpunkt, die Idee ist im Mittelpunkt. Richtig. Ich denke, er hatte irgendeinen Bedarf, seine Emunah anders zu formulieren. Und ich kann dir nur sagen, er nennt das jüdische Volk Am HaSefer, das Buch, das Volk, das Bücher. Heiliges Also Ab. genau Leute, die lesen. Und ich glaube, wenn man liest die Schriften von Maimonides, der hat gelebt in Spanien zwischen den Muslimen, von ihm habe ich viel gelernt, dass es bei den Muslimen gibt die besten Philosophen der Welt. Moshe ben Maimon schreibt,
die beste und die schönste Philosophie sind nicht von den Griechen und die sind nicht von niemandem, die sind nur von den Muslimen. Und Rabbi Yosef ibn Pekuda, ich habe auch seine zwei Bücher, der hat auch gelebt zwischen Muslimen. Es gibt eine enorm feine, kluge Denkweise von kabbalistischen Islam. Und darüber wird sehr wenig berichtet. Von die spirituelle, von die geistliche, von die berührende und die schöne philosophische Seite zu wissen. Wenn ich schon Interesse habe, etwas zu lernen über Menschen haben Hemmungen von Religion. Weil jeder kommt mit seiner Schrift, so steht geschrieben und so steht geschrieben, was können wir diskutieren? Shabbat Shalom, hat Shabbat Shalom. Also steht geschrieben. Mit steht geschrieben ist die Diskussion zu Ende. Wenn einer sagt mir, so steht geschrieben, Mund zu. Wann kann man reden? Wenn Leute versuchen zu verstehen, was war dahinter? Was wollen wir davon lernen? Wie können wir das anders auslegen? Da kann man diskutieren. Und da denke ich, in diesem Bereich gibt es einen großen Mangel in der Welt. In die Schriften kann man nicht mehr diskutieren. Jeder hat seine Schriften. Das, was für dich heilig ist, der Koran. Das, was für mich heilig ist, die Tora. Ich werde den Koran aufheben von dem Boden. Und du wirst den Chumash aufheben von dem Boden. Und wir werden das nicht legen unter ein Klavier, weil der Klavier wackelt sich. Und Gott sei Dank will ich dir ein Kompliment geben. Auch in Frankfurt, in alle Bücher, die umsonst verteilt. Weißt du, gibt es überall solche Stände mit Büchern. Ja, also Bücher von Torah habe ich nicht gefunden und auch nicht Bücher von Koran habe ich gefunden. Noch nie. Das heißt, wenn ein Muslim, er hat seinen Koran zu Hause, es ist bei ihm heilig. Er wird das nicht werfen auf den Boden, auf dem... Achso, das meinen Sie, ja. Weißt du was, es gibt so immer solche... Ja, ich umsonst, weiß. Neben dem U-Bahn-Station. Ja, ja, genau. Am Anfang war ich so wie jeden Jude, so suchst Schnäppchen, vielleicht gibt es irgendein schönes Buch oder so. Nie. Ja. Nie was Edles, nicht was Echtes. Also über Prophet Muhammad kann ich nichts sagen. Mhm. Ich kann nur sagen, dass ich bewundere seine Lebensbiografie, wie hat er doch geblieben, so treu zu Hashem, ohne zu zweifeln. Mhm. Und wenn ich sehe seine Früchte, von diesen Kerne, wie Menschen sind mutig im Flughafen, egal wo sie arbeiten, sich auf dem Boden zu knien und zu beten, ohne zu schämen von anderen Leuten. Du, ein guter Frucht, kommt von guten Kerne. Und Rabbi Shmuel von Salat und das Salat, der Oberrabbiner von Jerusalem, hat gesagt, es ist verboten zu stören einen Muslimer, wenn er betet zu Hashem. Wenn er betet, du sollst nicht gehen in seine 4 Meter, geh andersrum, um ihm nicht zu stören, weil er betet zu Gott. Sehr gut. Also das denke ich über den Prophet Muhammad, dass ich über ihn leider viel zu wenig weiß. Und wenn ich etwas wissen will, da hätte ich mehr gerne gewusst über seine Emotionen, über seine, wie hat er sein Leben gepackt in Schmerzen, an was hat er geglaubt, was hat ihm in schweren Zeiten, ich rede nicht jetzt die absolute Sätze, Glauben, Vertrauen, dass die modernen Menschen, was soll ich damit machen? Ja. Vertrauen, gut, ich vertraue, aber es tut mir weh. Mhm. Aber der hat was erlebt. Mhm. Und wenn ein Mensch hat was erlebt, Gott hat ihm gegeben diesen Schmerz, um andere Leute Trost, es war nicht umsonst. In meinem Glaube ist, jeden Schmerz, den wir bekommen und wir haben ihn überwunden, ist eine Botschaft zu der Welt, zu den Menschen, die wir treffen, wie schafft man alles trotzdem zu packen, trotz dem Schmerz. Mhm. Und das kann ich sagen, der Prophet Muhammad. Eltern verloren, lebt er. Zwei Kinder verloren, lebt er. Opa verloren, lebt er. Probleme in die Familie, lebt er. Was ist die Geheimnis? Ja, wie packt er das? Ein normaler Mensch heute wird jeden Tag gehen zum Psychiater und reden über seine Probleme. Guck mal, was der Mensch tut. Macht eine Religion. Milliarden sind in der Welt, drehen in Mekka, nur um ihm zu Kavod zu geben. Etwas gibt hier. Irgendwas ist was? Da, ne? Was ist dieser Magnet? Wo ist dieser Glaube? Das fasziniert mich als Jid. Sehr interessant. Also seht ihr mal, wie authentisch auf jeden Fall die Antwort war. Dazu kommt noch, ihr habt bestimmt mitten in den Gesprächen sehr viele Begriffe auch gehört, wie Nebiyun, das heißt bei uns auch Propheten, dann Melech hat er gesagt, das ist Engel. Und
wie gesagt, ich höre mir schon seit Monaten seine Vorträge an und da sind so viele Sachen, die gleich sich anhören und auch diese Herangehensweise an die Religion allgemein, das sind sehr viele Sachen, die miteinander verbunden sind.